Die damalige Situation, sinkende Einwohnerzahlen, damit einhergehend natürlich auch weniger Kinder. Schulen und Kitas waren von der Schließung bedroht und es entwickelte sich eine Art Konkurrenzdruck. In den Einrichtungen wurden zweifellos beispielhafte Projekte durchgeführt, aber nur um das eigene Profil zu stärken. Der Blick auf die gesamte Bildungslandschaft in der Stadt fehlte. Zum Wohle der Kinder und Jugendlichen bedurfte es eines Umdenkens. Dazu sollte die Koordinierungsstelle Anstöße geben. Ich denke, die Qualität hat sich verändert, der Diskussion, weil jetzt geht es eher wirklich um Sachthemen. Man will ins Gespräch kommen über, was ist das Beste für das Kind, und man diskutiert nicht immer nur über die Rahmenbedingungen und darüber, was alles nicht geht, sondern ich glaube, wir sind in dieser Qualitätsdiskussion ein Stückchen weitergekommen. Um Kinder und Jugendliche fit fürs Leben zu machen, müssen natürlich auch die Akteure vor Ort sozusagen fit gemacht werden. Dazu wurden spezielle Angebote entwickelt. Wir haben jährliche Bildungskonferenzen, was natürlich schon so ein richtiges Markenzeichen ist als Austauschrunde für die Bildungsakteure. Und wir haben eben diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Hier in Hoyerswerda werden Veranstaltungen für Bildungsakteure durchgeführt. Und zwar nicht Veranstaltungen nur für Lehrer oder nur für Erzieher, sondern eben an einem Thema können sich dann alle Interessierten zusammenfinden, um darüber zu diskutieren. Auch Eltern, zum Beispiel findet im Oktober ein Elternseminar statt, wo es um das Thema Gefahren Internet für Kinder geht. Und ich denke, das ist ein interessantes Thema, wo man Erzieher, Eltern, Lehrer gemeinsam ins Gespräch kommen können. Derzeit arbeitet man bei der Koordinierungsstelle an einer neuen Auflage des Bildungsberichtes der Stadt. Dabei hat sich ein neues Thema aufgetan. Überdurchschnittlich viele Mittelschüler gehen nach ihrem Abschluss nicht in eine Ausbildung, sondern setzen die Schule, zum Beispiel am Wirtschaftsgymnasium, fort. Die Fragestellung lautet nun: Wissen Sie vielleicht einfach nicht, was Sie machen sollen? Wenn ja, müsste die derzeitige Berufsvorbereitung wohl noch einmal überdacht werden.